Sponsor, Kümmerer, erster Ansprechpartner, Coach. Und das ist eine andere Welt. Und die Führungskräfte, ich glaube, die kennen das alle vom Alltag her, aber im Unternehmen, da muss das Unternehmen sagen, das möchten wir. Und da steht überall in den Führungsleitlinien drin. Und darum braucht man auch ein Ideenmanagement, das auch von unten denen ein Werkzeug gibt, mal zu beweisen, dass sie coachen können. Denn Führen aus meiner Sicht hatte nie etwas mit Resultaten zu tun. Und für das sind wir verantwortlich. Aber Führen hat mit Menschen zu tun. Also die menschliche Seite der Qualität. Aus meiner Sicht, die internationale Statistik, die ich kenne, zeigt uns, dass ein Teamvorschlag, der 7-fache an Potenzial hat, umgesetzt zu werden. Und ich glaube, das möchte ich in die ganze Bewegung Team denken. Aber nicht so weit, dass es nichts mehr für die Einzelkämpfer gibt. Ich meine, das Zugpferd muss immer noch etwas bekommen. Ja? Also, und die Gruppe kann das selbst entscheiden, aber überwiegend sollte der größte Prozentsatz der Prämie in eine Art Teamtopf oder zu der Gruppe gehen. Und dann kann noch ein Bestandteil für den Einzelnen gehen. Ich meine, in Deutschland war ja auch eine Welle, Qualitätszirkeln, dann Gruppenarbeit, dann selbstgesteuerte Arbeitsgruppen und wie immer man diese Welle nennt, es geht immer noch über Teamdenke. Und da muss man sich jetzt auseinandersetzen, welche Ideen werden da erlaubt. Aus meiner Sicht ist das wirklich eine gestrige Frage. Es geht uns um Umsetzung. Erstmal brauchen wir Ideen, dann müssen Ideen umgesetzt werden und jeder, der daran beteiligt war, sollte eine Art Anerkennung dafür bekommen. Natürlich, die meisten Ideen werden ja von dem lokalen Team umgesetzt. Die Idee, einer hatte sie, das Team durch die KVP-Denke, die kleinen Arbeitsgruppen, die entscheiden über die Ideen selbst. Also 80% sollte über diese Schiene laufen. Bestimmt nicht die Mehrzeit. Ich würde da nicht Ideenmanagement aussortieren. Ich würde einfach sagen, wie viel Zeit wird verbracht mit kontinuierlicher Verbesserung, Continuous Improvement. Und das muss Schwergewicht sein. 80% der Zeit sollte verbracht werden mit kontinuierlicher Verbesserung. Weniger mit Alltagsgeschäft, ja? Und weniger mit Feuerspielen. Aber meistens ist das gerade umgekehrt. Und das ist die Gratwanderung. Ja? Und da brauchen wir solche Instrumente, die wirklich, wo möchten wir hin, anstatt immer wieder nur kämpfen über die Existenz. Ja? Und diese Denke muss natürlich von oben geleitet werden. Alle gemeinsam. Ich.
Ich komme von der Fleischerei-Berufsgenossenschaft aus Mainz. Wir sind der gesetzliche Unfallversicherer für die Fleischwirtschaft, Fleischerhandwerk und Fleischwarenindustrie in Deutschland. Was ist Ihre Position in diesem Bereich? Ich bin im Personalbereich tätig und beschäftige mich auch mit Ideenmanagement. Ich bin Beauftragter für unser betriebliches Vorschlagswesen, das bei uns Ideenforum heißt. Ja, nicht. Wir sind jetzt zum vierten Mal Branchensieger geworden, aber das war das erste Mal auch die Möglichkeit, das in diesem Forum so zu präsentieren und deswegen zum ersten Mal jetzt auch entstand. Aha. Und was ist Ihr Erfolgsrezept, dass man Branchensieger wird? Ich sage mal, das Erfolgsrezept ist, die Führungskräfte zu gewinnen und dass die vor Ort mit den Mitarbeitern diese Ideenprozesse letztlich gestalten. Also ich denke, im dezentralen Vorschlagswesen, da liegt, glaube ich, das Erfolgsrezept. Und was war jetzt so die häufigste Frage, als Sie so am Stand standen? Die häufigsten Fragen waren nach der Prämierung, wie wir den Ideenprozess am Laufen halten. Und ja, wir werden ja immer in den Bereich Verwaltung hineingesehen und da eben, wie macht man es eigentlich in der Verwaltung und wo sind da die Unterschiede, und die sind eigentlich gar nicht so groß als wie bei der Produktion. Was ist denn der Unterschied noch zwischen Verwaltung und Produktion? Ich glaube, der Unterschied ist, wie gesagt, nicht so groß. Man muss einfach, denke ich, versuchen, dass man sich ähnlich begreift, dass man über Ziele arbeitet, dass man mal Kennzahlen, Produkte definiert. Es gibt auch Büroprodukte und unser Geschäft ist die Dienstleistung, und da gibt es ja auch hier andere Beispiele, wo die Dienstleistung ja auch hier genug Ideen und Potenziale letztlich bietet. Die letzte Frage, was haben Sie sich für Ihr Ideenmanagement der Zukunft vorgenommen? Im Moment sind wir ganz froh, wie es im Moment jetzt hier läuft. Für die Zukunft ist es eigentlich so, wenn unsere Führungskräfte allein dieses System fahren und wir eigentlich gar keine Ideenbeauftragten mehr brauchen, das wäre eigentlich so das, was so ein bisschen als Wunschvorstellung da ist, dass wir eigentlich gar keine Ideenbeauftragten mehr brauchen. Das ist selbstüberflüssig zu machen, sozusagen. Ja. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Auch der Vortrag. Okay, danke. Bitte.